Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs. Dies erinnert an den Aufbau einer großen Stadt. Kitesh. Lara! Lara! Bist du da oben? Jonah, bist du das? Kleiner Vogel! Du bist am Leben! Ich wusste es! Mein Gott! Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben, du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte dir den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Lara, gut, dass Sie noch bei uns sind. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt. Aber wir drängen sie zurück, wo wir können. Wir können Ihre Hilfe immer brauchen. Wir wissen, dass wir bauen können. Ich habe unseren Feind unterschätzt. Elias ist bei meiner nutzlosen Mission gestorben. Jemand anders hat Trinity in der Dunkelheit unter der Kathedrale angegriffen. Könnten das die Unsterblichen sein, die Sophia erwähnte? Und wenn ja, welche Rolle spielen sie bei all dem? Ich habe so viele Fragen. Aber im Moment bin ich nur erleichtert. Jonah lebt. Ich hätte wissen müssen, dass er mich suchen kommt. Und Gott sei Dank fanden ihn Jacobs Leute, bevor er Trinity in die Arme gelaufen ist. Ich wollte nicht, dass er sich auch in Gefahr bringt. Aber ich muss zugeben, ich bin froh, dass er hier ist. Thank you.
Das Heft eines alten Dolches wurde wohl aus Knochen geschnitzt. Die Klinge fehlt schon lange. Scheint ein Oberschenkelknochen zu sein. Nahezu sicher von einem Menschen. Vielleicht ist es eine Art rituelles Objekt. Jonah! Du siehst furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für Erfolg getan hast. Lara, schön, dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Unglaublich. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Das reicht. Kitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Wir
Wir haben nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Aber wenn Sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen Sie hier sind? Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen.